Hier sieht man ein Schaltgetriebe von Fischer Technik. Das kann man hier an dem Schalter anmachen. Jetzt haben wir den Rückwärtsgang eingelegt. Hier sieht man den ersten Gang und hier den zweiten Gang, wobei sich dieses Rad schneller dreht als im ersten Gang. Der Rückwärtsgang dreht rückwärts, weil hier in der Mitte ein weiteres Rad ist, was die Bewegung erneut umdreht. Und der zweite Gang dreht schneller als der erste Gang, weil dieses Zahnrad hier größer ist als das Zahnrad. Die gleiche Technik wird in einem Auto verwendet.